Das Einmaleins der Führungspsychologie, ohne dass du als Führungskraft heutzutage keine Chance mehr hast, zeige ich dir jetzt. Moderne Führung geht bei weitem über operatives Know-how und unternehmerische Kompetenzen hinaus. Bei Führungsaufgaben stehen schließlich die Mitarbeitenden, also die Menschen, im Fokus. Führungskräfte stehen also vor der Herausforderung, dass sie ihre Mitarbeitenden auch auf einer psychologischen Ebene verstehen und darüber hinaus auch Teamdynamiken erkennen und beeinflussen können müssen. In diesem Video erfährst du, welches psychologische Wissen du brauchst und wie du es anwenden kannst, um deine Mitarbeitenden noch effektiver und individueller zu führen. Außerdem bekommst du direkt praktische Tipps, die du noch heute im Führungsalltag umsetzen kannst. Die Punkte, über die wir in diesem Video sprechen, sind Nummer 1, das Rollenverständnis. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also, wer bin ich als Führungskraft und welche Rollen nehme ich ein? Fangen wir mit den 6 Rollen einer Führungskraft an. Die Aufgaben der Führungskraft haben sich im Laufe der letzten Jahrzehnte deutlich verändert. Und zwar weit über die bloße Rolle des Fachmanns, der Fachfrau oder die der disziplinarischen Führungskraft hinaus. Die 6 Rollen einer modernen Führungskraft sind natürlich nach wie vor die Rolle als disziplinarisch vorgesetzte Führungskraft und auch die Rolle als Fachmann oder Fachfrau. Darüber hinaus kommt aber auch die Rolle als Mitunternehmer oder Mitunternehmerin dazu. Die Rolle als Personalentwickler oder Personalentwicklerin. Die Rolle als Facilitator und natürlich die Rolle als Coach und Mentor. Jetzt waren wir bei dir, aber kommen wir nun zu den Rollen in deinem Team. In einem Team gibt es üblicherweise so viele Rollen, wie es Teammitglieder gibt. Diese werden einerseits durch die Persönlichkeit der Teammitglieder, andererseits durch Konstellation und Dynamik im Team bestimmt. Man kann außerdem psychologische und funktionale Rollen unterscheiden. Auch wenn die psychologischen Rollen interessant sind, um ein tieferes Verständnis für das einzelne Teammitglied zu erlangen, so ist das Verständnis der funktionalen Rollen innerhalb eines Teams oft praktisch noch eindeutiger. Durch das Wissen um die funktionalen Rollen kannst du die Dynamik und Effizienz optimieren und dennoch empathisch auf die Bedürfnisse des oder der Einzelnen eingehen. Laut dem Modell von Meredith Belbin gibt es 9 Teamrollen, die alle ihre Eigenheiten und Stärken mit sich bringen und die du hier eingeblendet siehst. Dazu zählen zum Beispiel die Typologien der Koordinatorin, des oder der Wegbereiterin, der Spezialistin und so weiter. Aber Achtung, generell macht so eine Typologisierung wie diese dein Team zwar ein wenig leichter greifbar, kann aber auch ganz schnell zu Schubladendenken führen, das dich als Führungskraft eher schwächt, als dir zu helfen. Die einzelnen MitarbeiterInnen mit all ihren Stärken, Herausforderungen, Erfahrungen, Gefühlen und Persönlichkeitsmerkmalen müssen stets als Individuen geführt werden. Besonders spannend ist es für dich als Führungskraft herauszufinden, wie du die individuellen Stärken in deinem Team kombinieren kannst, um gemeinsam das Meiste aus ihm herauszuholen. Kommen wir zu Punkt 2, und zwar zum Emotionsmanagement. Führung und Emotionen. Passt das überhaupt? Entscheidungen sollten doch rational, nachvollziehbar und sachlich stattfinden, oder? Auch Führungskräfte gehören nicht ausschließlich der Gattung des Homo economicus, den man im BWL-Studium kennenlernt, an. Auch ihr Denken und Handeln wird stets von Emotionen begleitet. Und Emotionen sind übertragbar. Deshalb ist es absolut notwendig, die eigenen Emotionen zu identifizieren und erkennen zu können, wo sie herkommen. Nur so kannst du einen angemessenen Umgang mit ihnen finden und sie behindern dich nicht in deiner Führungsverantwortung. Wie gehst du also als Führungskraft mit Emotionen im Job um? Emotionales Selbstmanagement, sprich die eigenen Emotionen zu kennen und zu regulieren, lässt sich beispielsweise durch gezielte Tagesreflexionen oder Achtsamkeitsübungen erreichen. Das Verstehen der eigenen Emotionen bringt häufig auch ein besseres Verständnis für die Emotionen der MitarbeiterInnen mit sich. Um dich als Führungskraft in Achtsamkeit zu üben, hilft dir die folgende Struktur dabei, kleine achtsame Momente im Alltag zu schaffen. Schon diese Momente helfen dir, entspannter und gleichzeitig effizienter zu werden. Schritt Nummer 1, achtsames Atmen. Diese Übung gehört zu den einfachsten, um ins Hier und Jetzt zu kommen. Fokussiere dich erstmal für eine bestimmte Zeitspanne, diese kann von wenigen Atemzügen bis hin zu mehreren Minuten dauern, nur auf deinen Atem. Beeinflusse ihn nicht, lass ihn einfach natürlich fließen. Gedanken oder Gefühle, die auftauchen, lässt du kommen und gehen, schieb sie nicht weg, halt nicht an ihnen fest, konzentriere dich einfach nur auf das Atmen, wie die Luft ein- und ausströmt. Schritt Nummer 2, der Bodyscan. Auch das konkrete Hineinfühlen in deinen Körper kann dich manchmal ins Hier und Jetzt bringen. Hört sich vielleicht erstmal komisch oder sogar esoterisch an, ist aber tatsächlich neurowissenschaftlich erwiesen. Für einen kurzen Bodyscan sind keine Hilfsmittel notwendig. Etwas Ruhe und der eigene Körper reichen völlig. Beim Bodyscan wird der eigene Körper von Kopf bis Fuß im Geiste gescannt und aufkommende Empfindungen wahrgenommen. Beispielsweise können ein leichtes Kribbeln in der Schulter, ein Spannungs- oder Druckgefühl im Bauch oder kratzende Füße aufkommen. Bei anderen kommt vielleicht nur ein Gefühl der Entspannung auf. Ganz egal, welche Gefühle du an deinem Körper beim Bodyscan merkst. Wichtig ist, dass du diese Gefühle bewusst wahrnimmst. Durch diese Bewusstwerdung der Gefühle und Empfindungen, die im jeweiligen Moment in einem selbst kursieren, kannst du erkennen, ob und in welchem Maße du dich gerade von dem Trubel um dich herum anstecken lässt. Schritt Nummer 3. Nach diesen beiden
Stopp-Methoden hilft das Journaling dabei, einmal genauer auf Situationen zu schauen. Da beim Schreiben die Dinge oft klarer werden, dient das Schreiben eines Führungstagebuchs zum Beispiel dazu, Erlebtes mitsamt aller Eindrücke festzuhalten. Hierfür werden die Gedanken und Gefühle eines bestimmten Moments oder einer Situation so detailliert wie möglich aufgeschrieben. Im Anschluss wird das Geschriebene analysiert und es wird versucht zu ergründen, wie es zu diesen Eindrücken kam. Mit dem Ziel, sich aktiv auf das Positive zu konzentrieren, lässt sich langsam aber sicher die eigene Wahrnehmung und damit auch der eigene Handlungsrahmen erweitern. So könntest du als Führungskraft beispielsweise nach einem mitarbeitenden Gespräch einige Notizen machen, wie sich das Gespräch für dich angefühlt hat und was dir an dir selbst aufgefallen ist, sodass du es beim nächsten Mal anders machen oder aktiv beeinflussen kannst. Punkt Nummer 3, Motivation und Motive. Mitarbeitendenmotivation ist vermeintlich der Schlüssel zu einem leistungsfähigen, zufriedenen Mitarbeiter. Viele Führungskräfte sind allerdings auch heute noch der Auffassung, dass Menschen vor allem und sicherlich am leichtesten extrinsisch motiviert werden können. So zum Beispiel durch monetäre oder materielle Anreize wie einen neuen Firmenwagen. Tatsächlich aber ist Motivation ein Zusammenspiel verschiedener individueller Motive, persönlicher Erfahrungen und Neigungen, Anreizsystemen, Erwartungshaltungen und so weiter und so fort. Letztlich gilt es also herauszufinden, welche grundlegenden Motive die eigenen Mitarbeitenden antreiben. Durch das Erkennen von Motiven kann die Führungskraft also Anreizsysteme schaffen, welche auf indirektem und direktem Wege die Motivation der einzelnen Mitarbeitenden steigern können. Denn eine Führungskraft muss ihre Mitarbeitenden nicht jeden Tag aufs Neue anpeitschen. Sie muss ein System schaffen, in dem Motivation entstehen kann. In der Wissenschaft gibt es bei den Motiven unter anderem eine Einteilung in zwei Kategorien. Kontextvariablen, auch bekannt als Hygienefaktoren, machen unzufrieden, wenn sie nicht vorhanden sind, können aber selbst kaum langfristig motivieren. Beispiele sind Status, Arbeitsbedingungen, Benefits, Arbeitsplatzsicherheit und natürlich das Gehalt. Fun Fact: Studien haben herausgefunden, dass eine Gehaltserhöhung im Schnitt nur 3 bis 6 Monate anhält, was die Motivation betrifft. Content-Variablen hingegen sind auch bekannt als Satisfaktoren und diese motivieren langfristig und intrinsisch. Sie sind auch insbesondere für die mitarbeitenden Zufriedenheit ausschlaggebend. Beispiele für Content-Variablen sind die Art der Tätigkeit, vorhandene Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Anerkennung, Persönlichkeitsentwicklung im Job und noch viel, viel mehr. Wenn du offen mit deinen Mitarbeitenden sprichst und dir immer wieder klar machst, welche Motive sie wirklich beeinflussen, hast du eine viel größere Möglichkeit, sie langfristig zu halten und sie leistungsfähig und zufrieden zu machen. Punkt Nummer 4, Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster. Aus erkenntnistheoretischer Sicht wird davon ausgegangen, dass jedes Individuum seine eigene Wirklichkeit konstruiert. Das geschieht auf Basis von persönlichen Erfahrungen, Motiven, Glaubenssätzen und Prägung. Der Fachbegriff hierfür lautet Konstruktivismus. Als Führungskraft muss man ein Grundverständnis dafür entwickeln, welche Bezugsrahmen die einzelnen MitarbeiterInnen haben, also wie sie Dinge wahrnehmen und verstehen. Dann lassen sich nicht nur eigene Missverständnisse und Unstimmigkeiten vermeiden, sondern man kann auch eine gezieltere Kommunikation implementieren. Das führt schnell zu einem bedürfnisorientierteren Umgang und folglich zu mehr Motivation. Nach dem grundsätzlichen Verständnis kannst du eventuell sogar versuchen, dysfunktionale Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster aufzubrechen. Das kann beispielsweise durch Reframing oder auch systemische Fragestellungen, ein Tool aus dem systemischen Coaching, geschehen. Hierbei verfolgt man das Ziel, dass die Bedeutung, die einer Situation beigemessen wird, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet wird. Unter diesem Video verlinken wir dir den systemischen Fragenkatalog für Führungskräfte, der dir genau dabei helfen kann. Ein Beispiel. Dein Unternehmen kauft ein anderes Unternehmen auf. Abteilungen und Kulturen werden zusammengelegt und deine Mitarbeiterin Erika, die seit 40 Jahren in der Buchhaltung ist, hasst Veränderungen und scheut sich nicht davor, es jedem zu erzählen, der es hört. Das ist schlichtweg ihre Realität. Veränderung gleich böse. Deine Aufgabe ist es nun, zum Beispiel aufzuzeigen, dass mit Veränderung stets auch viele Chancen und Möglichkeiten auch für Erika persönlich einhergehen. Punkt Nummer 5, Selbst- und Fremdbild. Wenn du nun also dein Rollenverständnis geklärt hast und in der Lage bist, Emotionen, Motive und Verhalten bewusst wahrzunehmen und auch zu prägen, dann ist deine psychologische Toolbox schon sehr umfangreich. Dennoch gibt es einen weiteren Aspekt, der maßgeblich zum psychologischen Know-how für Führungskräfte beiträgt. Selbst- und Fremdbild. Das Selbstbild wird bedingt durch Prägungen, die sich auch in Glaubenssätzen äußern können, Wertevorstellungen, der Wahrnehmung eigener Stärken und Schwächen und durch Erfahrungen im Umgang mit anderen. Das Selbstbild entwickelt auch die Grundlage für das Fremdbild, indem es direkt das Verhalten beeinflusst. Also das, was unseren Mitmenschen sofort auffällt. Eine bewährte Methode, um einen Abgleich zwischen Selbst- und Fremdbild zu erzielen, ist das klassische 360-Grad-Feedback. Hierbei werden die angrenzenden Parteien wie Mitarbeitende, andere Führungskräfte gleicher Ebene und die eigenen Führungskräfte zu den Kompetenzen, der Leistung und so weiter befragt. Wie auch bei vielen anderen äußerst quantitativen Einschätzungen ist eine gute Kommunikation der Ergebnisse maßgeblich am Erfolg des Feedbacks, also an der Stärkung von Stärken und dem Ausbau von Potenzialen beteiligt. Eine weniger standardisierte Methode, Feedback einzuholen bzw. zu geben, ist beispielsweise die Methode des Start, Stop, Continue. Start: Lass dir mitgeben, was deine Mitarbeitenden sich häufiger oder überhaupt von dir wünschen würden. Stop:
Hier ist Raum für konstruktive Kritik hinsichtlich deiner Verhaltensweisen, die weniger vorteilhaft sind. Und Continue, für Lob und positives Feedback muss natürlich auch Raum sein, denn das stärkt Vertrauen und Zusammenarbeit. Was solltest du also genauso weiter tun, wie du es aktuell tust? Grundsätzlich ist natürlich jede Form von Feedback hilfreich, da positives Verhalten bestärkt wird und nachteiliges korrigiert werden kann. Somit bekommst du ein ganzheitliches Bild von dir selbst und kannst deine Stärken und Schwächen aktiv nutzen bzw. ausbessern. Kleiner Exkurs am Rande, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Feedback und Kritik. Feedback ist rein subjektiv. Kritik hingegen basiert auf objektiven Kriterien, die vorher gemeinsam erörtert wurden, sodass man klar sagen kann, ob sie erfüllt oder nicht erfüllt wurden. Kommen wir nun zum letzten Punkt dieses Videos. Psychologie für Führungskräfte Teil 6. Der richtige Umgang mit Konflikten. So reagierst du empathisch und gelassen in heiklen Situationen. Konflikte können im Führungsumfeld aus den unterschiedlichsten Gründen entstehen. So sind oft Störungen in der Kommunikation, in Gruppendynamiken oder aber die interne Politik im Unternehmen Anlass für Konflikte. Du sollst dir dennoch deutlich machen, dass Konflikte nicht nur negative Effekte haben können. Durch einen situationsgerechten Umgang mit ihnen können ungeahnte Potenziale entstehen. In Konfliktsituationen ist nach angemessenem Emotionsmanagement und dem Verständnis für unterschiedliche Bezugsrahmen die Art und Weise der Kommunikation ausschlaggebend für eine Lösung. Um das Synergiepotenzial von Konflikten ernten zu können, stellen wir dir im Folgenden einige praktische Möglichkeiten vor, wie Konflikte und Kritik zu einer Win-Win-Situation für alle Beteiligten werden können. Nummer 1, die gewaltfreie Kommunikation, auch abgekürzt mit GFK. GFK sollte ein Grundbestandteil des Wissens über Psychologie für Führungskräfte sein. GFK geht von einer wertschätzenden und empathischen Haltung aus, die man sich selbst und natürlich auch seinem Gegenüber entgegenbringt. Und so funktioniert gewaltfreie Kommunikation im Kurzen. Im ersten Schritt gilt es zu beobachten und ganz wertneutral zu beschreiben, was sich zugetragen hat. Im zweiten Schritt gilt es, deine Gefühle und im dritten Schritt Bedürfnisse zu abstrahieren. Gefühle und wie sie gezeigt werden, stehen häufig für ein dahinterstehendes Bedürfnis. Je detaillierter du dieses beschreibst und kommunizierst, desto konkreter kann im vierten Schritt eine Bitte formuliert werden. Bitten sind entweder auf die Zukunft bezogene Wünsche oder betreffen konkrete Handlungsmuster im Hier und Jetzt. Machen wir doch nochmal ein kleines Beispiel mit unserer Mitarbeiterin Erika. Liebe Erika, ich habe beobachtet, dass du mit anderen Mitarbeitenden darüber gesprochen hast, wie schlimm du es findest, dass sich gerade im Unternehmen so viel verändert und du gar keine Lust auf diesen Transformationsprozess hast. Da ich versuche, für unsere Abteilung das Beste aus der Situation herauszuholen, fühle ich mich so, als würden meine Bemühungen von dir als Teil meines Teams nicht wertgeschätzt. Ich habe das Bedürfnis, dass wir als Team nicht im Problemraum bleiben und Multiplikatoren für schlechte Stimmung werden, sondern konstruktiv daran arbeiten, herauszufinden, wie wir aus dieser Transformation das Beste für alle herausholen können. Ich würde dich deshalb bitten, anstatt deinen Unmut mit anderen zu teilen, zu mir zu kommen und mit mir darüber zu sprechen, was an diesem Prozess gerade noch nicht rund läuft. Ich schätze deine Erfahrung aus den letzten 40 Jahren wirklich sehr und würde sie viel, viel lieber für etwas Positives nutzen. Was dir als Führungskraft darüber hinaus hilft, zum Beispiel zu wissen, was Konflikte im Arbeitskontext überhaupt eskalieren lassen kann. Zu den häufigsten Eskalationsursachen gehören erstens die Projektion. Projektionen entstehen, wenn Menschen Verhaltensweisen, die sie an sich selbst als unerträglich empfinden, anderen Personen zuschreiben. Nummer 2, die selektive Wahrnehmung. Was nicht zum eigenen Bild passt, wird ausgeblendet. Nummer 3, die Vereinfachung von Streitpunkten. Zu starkes Schwarz-Weiß-Denken zum Beispiel. Und Nummer 4, die unnötige Ausweitung des Personenkreises. Aber die Frau Friedrich sieht das genauso wie ich. Mit einer wohlwollenden und wertschätzenden Haltung lässt sich auch eine schwierige Situation meistern, sodass dennoch die positiven Effekte von Konflikten geerntet werden können. Denn konstruktiver Streit birgt immer auch ganz viel kreatives Potenzial in Form von neuen Ideen und frischem Wind und kann eine wertschätzende und offene Kultur stärken. Kenntnisse in der Psychologie sind für Führungskräfte heute also unglaublich wichtig. Nur durch sie lassen sich Teams wirklich führen, Mitarbeitende wirklich motiviert werden lassen, eigene Blockaden und Stress lösen und Konflikte beseitigen. Wenn du mehr über die Psychologie der Führung lernen willst, zum Beispiel wie du den Aufbau des Gehirns deiner Mitarbeitenden und dessen Mechanismen so nutzt, dass immer genau die Nachricht bei ihnen ankommt, die du ihnen mitgeben willst, dann folg diesem Kanal, folg uns auf LinkedIn, Instagram und auf allen anderen Socials und wenn du wirklich Lust hast, guck dir doch mal die Inhalte unseres preisgekrönten TAM Leadership Programms an. Alle Infos dazu findest du über den Link unter dem Video.